Herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer astrologischen Reise, unserer meditativen Reise durch den astrologischen Tierkreis. Und nachdem wir letzte Woche den Krebs hatten, geht es heute mit dem Prinzip Löwe weiter. Und zum Löwe-Prinzip gehört natürlich die Sonne. Grob gesagt ist dein Sonnenzeichen, dein Sternzeichen, ist quasi der Abschnitt des Jahres, wo dann die Sonne steht zu deinem Geburtstag. Und dieses Sonnenzeichen ist das, wo wir strahlen, wo wir nach außen gehen, wo wir leben, wo wir lebendig werden, wo unser Leben auch wirklich aus uns herausströmt. Das heißt, alles, was wir gesammelt haben von der Energie, Körper, Kommunikation, die Gefühle in diesen vorigen vier Häusern von Widder bis zum Krebs, dringt jetzt dem Löwen das erste Mal nach draußen. Der Löwe brüllt. Der Löwe kennt jetzt nicht unbedingt andere und sagt, da kann ich mich gut einstellen. Vom Archetypus her ist der Löwe, hier bin ich, wo ich bin ist vorn und es wird lustig. Und ich nehme euch auch alle mit, weil es so lustig ist. Also das ist so ein bisschen so der Grundvibe des Löwen. Es ist etwas sehr Lebendiges. Das fünfte Haus hat auch noch mit der Sexualität zu tun, hat auch mit dann in weiterer Folge mit den Kindern zu tun. Das heißt wirklich, also mit dem, was rührt sich da wieder, Kinder kriegen. Und jetzt ist der Löwe eben ein sehr, sehr aufladendes, sehr schönes energetisches Zeichen. Wir machen heute im Prinzip eine Sonnenmeditation mit dem Löwen. Und du kannst ja selber dann mal mitfühlen, in welchem Zeichen du geboren bist und wie sich das auch ein bisschen auf dein Zeichen hin anfühlt. Das machen wir dann am Ende des Videos noch. Gut, dann starten wir gleich mal. Schließ bitte mal deine Augen. Und atme tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und erlaube dir jetzt mal zur Ruhe zu kommen, ganz bei dir anzukommen, ganz in diesen Augenblick einzutauchen. Und dieser Augenblick wird gekennzeichnet von einer strahlenden Sonne. Also das Hier und Jetzt ist strahlende Sonne. Die Sonne plant nicht nach vorne, die Sonne hält nichts zurück, sie strahlt das aus, was sie in sich hat. Und sie brennt heiß und leidenschaftlich. Und in dieser Energie sinkst du jetzt mehr und mehr in dein Hier und Jetzt, in die Gegenwart hinein. Und du spürst, dass der Boden, auf dem du stehst, wie die Oberfläche der Sonne wirkt, strahlend, hell und angenehm wärmend, heiß, aber angenehm. Und du tauchst eben in den Moment ein. Und während du jetzt ins Hier und Jetzt dich fallen lässt, erinnerst du dich kurz zurück an das Meer, an den Strand vom Krebs, von der vorigen Meditation? Oder du erinnerst dich einfach an einen Urlaubsstrand? An einen wundervollen Strand an einem strahlenden Sommertag. Natürlich ist das Wasser da, alles, was dazugehört. Aber du konzentrierst dich jetzt auf diese Sonnenenergie, auf das strahlende Leben an diesem Strand, an die Bewegung. Die Bewegung der Wellen,
die Bewegung des Windes und das Licht, das überall vorhanden ist an diesem Strand, in dem alles zu sehen ist, soweit das Auge reicht. Kinder, Leute, die vielleicht etwas trinken, Spaß haben, Tanzen, Gelächter, Lebendigkeit. Und du spürst jetzt mal dieser Energie nach, dieser Lebendigkeit nach und lässt sie mal in dich einfließen. Also überall dort, wo du vielleicht träge bist, aktiviert jetzt die Sonnenenergie, diese Teile für innere Motivation. Lustlosigkeit wird zu Lust. Alles, mich freut etwas nicht, wird zur Freude. Alles wird ins Positive verkehrt, was in dir ist. Und jetzt überleg mal, wo bist du denn lustlos? Wo bist du vielleicht ein bisschen genervt? Denn dieses mich freut etwas nicht, ich bin erschöpft. Das sind alles Qualitäten, die die Zeit brauchen, weil eine anstrengende Zeit hinter mir liegt, bin ich erschöpft. Weil in der Vergangenheit etwas vorgefallen ist, habe ich jetzt keine Lust auf eine Person zu treffen oder mit einer Person zusammen zu sein. All das fällt weg und du tauchst absolut in die Gegenwart ein. Und du spürst, dass das einzig Lebenswerte dieser Augenblick ist. Dass das Leben genau jetzt stattfindet, nicht erst morgen. Es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit, es gibt nur diesen einen Augenblick. Und in diesem Augenblick bündelst du dich, in diesem Augenblick möchte deine ganze Energie nach draußen scheinen. Und dieses Bündeln, dieses Erscheinen, dieses aus dir herausgehen. In diesem Augenblick spürst du, so soll es sein. Ich soll gesehen werden. Ich soll mich nicht unbedingt nach anderen richten, weil es sowieso toll ist, in deinem Licht zu sein. Und du stellst dich ganz bewusst, dass du wie bei König der Löwen an die Spitze von allen und erstrahlst. Und du spürst diese Lebenskraft, du spürst diese Lebendigkeit, du spürst förmlich diese Energie. Und es macht Spaß. Es ist eine ewige Bewegung drinnen. Es ist eine lustvolle Bewegung drinnen. Es ist eine Freude drinnen. Es ist der Moment der Gegenwart, der Moment ohne Konsequenzen. Es ist ein Moment der reinen Kreativität. Also du erschaffst in diesem Augenblick etwas, lebst es und es geht wieder weg. Aber es ist kein Abschiednehmen der Trauer, denn es ist noch so viel mehr da, was gelebt gehört. Und diese unendliche Energie, dieses unendliche Licht, nimm jetzt mal wahr. Das Licht, das aus deiner Unlust Lust macht, das aus deiner Lustlosigkeit reine Lebensfreude macht. Das aus deinen Unsicherheiten die Sicherheit des Hier und Jetzt macht. Die Sicherheit, dass es kein Morgen gibt. Die Sicherheit, dass es kein Gestern gibt. Die Sicherheit, dass es nur Jetzt gibt und dieses Jetzt in den vollen Zügen gelebt gehört.
Und du spürst jetzt auch, dass bei deinem Nabelchakra, bei deinem inneren Kind, dieses Jetztsein, Dasein aufgeht, aktiviert wird, dass durch diese Energie alles transformiert wird, jede Blockade sich lösen kann aus dem Nabelchakra, das deine Lebensenergie eingeschränkt hat. Wo deine Sonne vielleicht mit an Grenzen gestoßen ist. Wo deine Lebensfreude eingeschränkt wurde. Und das fällt jetzt in dieser Energie weg. Und du spürst, dass sich die Sonnenenergie auch erden kann in deinem Leben. Dass sich diese Lebendigkeit auch vom Nabelchakra runter wieder zur Erde zubewegt. Wo alles strahlt und lebendig ist. Und du nimmst in diesem Augenblick wahr, dass die Erde erfüllt von Sonne ist. Also jeder Weg, jede Möglichkeit, alles strahlt wie eine eigene kleine Sonne. Der ganze Planet, jedes Molekül strahlt. Und jede Sonne sind neue Erlebnisse, sind neue Möglichkeiten, etwas zu erleben, Licht, Energie freizusetzen, Freude zu haben, Lebenslust zu leben. Die Erde ist nicht entdeckt. Die Erde ist nicht tot und kartografiert. Die Erde ist ein ewiges Abenteuer. Ein Abenteuer aus Lebensfreude, Lebenslust. Diese Sehnsucht zu kreieren, dich fortzusetzen, dich auszudrücken. Ob das jetzt in der Kunst passiert, ob das passiert in einer Beziehung, in Sexualität, ob das Lust der Fortpflanzung ist, wie auch immer du dich ausdrücken willst. Du spürst diesen Schöpfergedanken, diesen Schöpferinnenfunken, der in allem enthalten ist. Auch der alte Kasten, der alte Schrank in deiner Wohnung, in deinem Haus, das sind Möglichkeiten. Der gehört vielleicht einmal neu gestrichen oder umgetauscht oder man kann ein Buchregal draus machen. Ganz egal, überall sind Ideen. Überall ist Energie, die im Hier und Jetzt umgewandelt werden kann. In Lebendigkeit und in Freude. Und du spürst in diesem Augenblick, du kannst dich gar nicht verausgaben. Und du kannst auch nicht stehen bleiben. Du spürst einfach die Möglichkeit in jedem Detail. Kreativ zu werden, aktiv zu werden. Und du spürst, welche Freude dir das bereitet. Nimm jetzt mal dein Umfeld mit deinem geistigen Auge, den Raum, in dem du sitzt, als unendlich viele Sonnenlichter wahr. Wie wenn alles glitzert, glänzt und leuchtet. Jedes Molekül.
und du spürst all das, kannst du neu erfinden, kannst du leben, kannst du erleben und kannst dich ausleben. Und spür auch diese Energie in deinem Körper. Du bist nicht zu alt, du bist nicht zu unerfahren, du bist nicht zu jung, du bist am Leben. Und alles in deinem Körper bewegt sich. Überall in deinem Körper fließt jetzt dieses unendliche Licht, dieses Sonnenlicht hin, in jede Zelle, in jede Faser, jede Muskelfaser. Alles ist Licht und dieses Licht strahlt aus dir heraus, dieses Sonnenlicht strahlt aus dir heraus. Und wie ein Löwe, der brüllt, kannst du dir jetzt auch vorstellen, dass dieses Licht aus dir herausbricht mit einem großen Gebrüll, mit Kraft und Leben schafft. Schick jetzt diese Sonnenenergie in deinem Körper, wenn du möchtest, nochmal an einen Punkt, wo du vielleicht das Gefühl hast, da steckt dein Körper fest, vielleicht an einem Gelenk oder irgendwo, wo du das Gefühl hast, oh, mir liegt was schwer im Magen, egal was, lass einfach diese Energie dorthin fließen, dieses Sonnenlicht auch nochmal hinfließen, sodass eben diese Lebenslust, Freude überall hinkommt, Lebendigkeit. Und auch nochmal wichtig, in alle Entgiftungsorgane rein, in dein Immunsystem rein, in deine Nervenbahnen. Überall darf jetzt dieses Sonnenlicht sich ausbreiten und ausweiten. Und du spürst die Frische, die Lebendigkeit und spürst auch, wie schön es ist, im Hier und Jetzt diese Energie zu 100% zu leben und auszudrücken. Atme tief ein und wieder aus. Und spür einfach nochmal nach. Und wenn du bereit dazu bist, dann komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Bedank dich bei der Sonnenkraft in dir. Nimm diese Lebendigkeit, dieses Ja, dieses Brüllen, diesen Ausdruck, diese Lust, diese Freude, nimm das in dein Alltagsbewusstsein mit. Und dann öffnest du deine Augen und kommst wieder ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Streck dich nochmal durch. Wie ist es dir gegangen? Wie hast du diese Sonnenmeditation, diese Löwe-Energie empfunden? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und ja, nächste Woche geht es weiter mit den Astro-Reisen. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn du
den Kanal abonnierst, mir einen Daumen hoch da lässt, das Video teilst und wir sehen uns demnächst wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereny. Alles Gute. Tschüss.